Trainingsübungen sind ein bisschen komplexer, als es normalerweise der Fall ist. Ansonsten haben wir einen Riesenspaß mit den Jungs. Da ist so viel kindliche Freude am Start, so viel Talent. Und das würde ich sagen, das steckt brutal an. Ich glaube, dass es jedem Verein gut tut, wenn von außen neue Trainer mit reinkommen, neue Eindrücke reinbringen, neue Ideen reinbringen. Ich glaube, da profitiert jeder davon, dass man einfach so aus diesem Trott rauskommt, den man innerhalb eines Vereins dann auch hat. Und wenn da neue Einflüsse von außen kommen, tut das allen gut. Ich glaube, wir haben sowohl menschlich als auch trainertechnisch hervorragende Neuzugänge hier bei der Eintracht. Und ja, es ist mein 7. Jahr jetzt. Ich glaube, ich habe mit ein paar Trainern schon zusammengearbeitet und die Vorfreude, mit den zwei Jungs zusammenzuarbeiten, ist natürlich riesig. Ja, am Anfang waren sie ein bisschen aufgeregt, haben wir gemerkt, aber wenn dann der erste oder zweite Witz kommt, ich glaube, dann lockert jeder Spieler auf und mittlerweile sieht man auch wirklich den Elan bei den Jungs, die kommen aus sich heraus, also der eine oder andere, der war am Anfang noch ein bisschen still und der ist jetzt lautstark dabei, also da bin ich froh drum, dass die Jungs ganz, ganz schnell irgendwie den Respekt oder irgendwie ja, die Nervosität abgelegt haben. Wir werden denen schon versuchen, so ein gewisses Spielverständnis zu vermitteln, aber in erster Linie geht es darum, dass die viele Touches am Ball haben, dass sie sich austoben, dass die viel ausprobieren und dass hier auf dem Platz einfach die Post abgeht. Ab und an werden wir denen auch mal ein kleines Video schicken oder was aufbereiten, stehen die auch voll drauf. Ne? Wenn die dann so ein bisschen Bundesliga-Szene oder ihr eigenes Training animiert sehen, finden die geil, aber das ist so ein marginaler Aspekt von unserer Arbeit.